Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake, ich zocke. Und mit hier ist Rocket Bird's Hard Boiled Chicken. Was so viel heißt wie Raketenvögel, hart gekochtes Huhn. Und los. Wir wollen ein neues Spiel. Wir wollen es nochmal. Intro! Yeah, ein kleiner roter Punkt. Nein, keine Angst, man hört wirklich nichts. Aber immerhin scheinen die Jungs ganz gut zu diskutieren. Über den roten Punkt, der immer näher kommt. Freakige Musik. Oh nein, seht nur, es ist ein Raketenvogel. Wahrscheinlich das namensgebende hart gekochte Hühnchen. Okay. Es ist also ein Scharfschützen-Rambo-Huhn. Das Pinguine oder Albatrosse? Das ist auch völlig wurscht. Sie sind gerade sehr hart gelandet. Okay, aber unser Hauptcharakter anscheinend auch. Doing. Na dann, darf man gespannt sein. Ich bin gelandet. Das ist mein Vogel. Hinhocken. Springen. Hocken. Springen. Ah, schießen. Eine der wichtigsten Funktionen in diesem Spiel. Denke ich. Hey, da fliegen! Ich glaub, zack! Ah, kann ich auch so rumkugeln. Ah, rumkugeln. Gut, das erste Kapitel. Silo im Dschungel. Mit A springen. Ja, das hatte ich doch schon rausgefunden. Okay. Yay, mit B klein machen. Und runter. Uiuiuiui. Uiuiui. War hier noch irgendwas? Nö. Schlunk, 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 schlunk. Hier können wir uns wieder hinstellen. Oder? Ja. Ja, Tür auf. Ruhig. Wie jetzt? Tür auf. Nicht mehr auf? Ah, Tür auf. Halt. Y. Ich hole mir einen Fahrstuhl mit Y. Y fahre ich dann auch hoch. So. Ha! Mit Y nehme ich auch. Ja, nimm. Was läuft da für ein geiler Film im Hintergrund? Mehr Hühnchen, die andere Vögel abschießen. Bestimmt ein super Film. So, hier benutzen wir die rote Schlüsselkarte. Springen hinunter. Hier ist der Knopf, halt. Knopf. Knopf drücken. Knopf drücken.
Ups. Vielleicht ist Knopf drücken doch nicht so gut. Ja. Ja, schön. Das Huhn hat gerade eine Rakete abgeschossen. Okay. Oh. Ja. Steht der denn immer noch? So. Jetzt gucke ich mal, was hier drüben noch ist. Springen. Springen klein machen? Nein, funktioniert alles nicht. Gut, also mit Y nach oben fahren. Nach oben. Und oben. Hier können wir jetzt nicht jetzt weitergehen. Kann ich hier an der Kiste irgendwas mit X? Mit X kann ich eine Kiste verschieben. Zack und schieben. Ein bisschen und runterfahren. Tja, haha, das mit den Kisten, das habe ich schon verstanden. Klunk. Jetzt kann ich nämlich hier drauf klettern. Kann mir sowohl die Gesundheit holen, als auch die Muhu. Ganz unter uns, man kann nicht genug Moon haben in diesem Leben. So, so, so. Jetzt bin ich klein, roll mich da rein und springe hier nicht hoch. Nein, gut, habe ich verstanden, mache ich nicht. Ich springe hier hoch und hier hoch und hier hoch. Und stehen am Abgrund. So, hier kann ich mich doch jetzt reinrollern, oder? Flügen. Es appeared somewhere in this chapter. Ein weiteres Zeichen ist irgendwo in diesem Kapitel aufgetaucht. Na, dann gehe ich das nochmal suchen. Wenn es hier irgendwo rumsteht. Okay, also hier komme ich nicht mehr hoch. Das heißt, ich werde mal hier hochfahren und gucken, wo das Zeichen erschienen ist. Sie gaben mir ein Zeichen. Ne? Ist es aber auch nicht. Das ist ja ulkig. Will der Entwickler etwa ernsthaft, dass ich das Level nochmal von vorne spiele? Das ist ja albern. Ich gehe jetzt einfach hier hoch. Hoch und hoch und hoch. Und... Oh. Bin sehr tief runtergefallen. Aber das macht meinem Armbeutelchen nicht so sehr. Schließlich auf unserem Raketenrucksack runtergefallen. So. Springe ich hier rein. No! Why me? What did I do? What am I gonna do? What am I gonna do? Pull yourself together, Butsky. We've got the whole penguin army. And we've clowned him to fight him. And he's just one little chicken. I will kill him. Then I will eat him. Okay, sie haben ein paar Probleme mit der Synchronisation, also der Synchronität. Okay, das war aber das erste Kapitel. Mehr beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.